Außenministerin Baerbock schließt aus, dass die Sanktionen gegenüber Russland gelockert werden. So ein Schritt würde die Gasversorgung aus Russland nicht sicherstellen. Deutschland wäre dann doppelt erpressbar. Außerdem wäre das eine Einladung an alle, die Menschenrechte, Freiheit und Demokratie mit Füßen treten. Der Internationale Strafgerichtshof und die EU wollen mutmaßliche russische Kriegsverbrecher konsequent verfolgen. Es sind die letzten Aufnahmen der kleinen Lisa. Das Video zeigt das Mädchen zusammen mit seiner Mutter beim Spaziergang durch die ukrainische Stadt Winnizja. Wenig später ist die Vierjährige nicht mehr am Leben, getötet von Putins Raketen. Die Mutter überlebt schwer verletzt. Mehr als 20 Menschen, darunter 3 Kinder, sterben bei dem russischen Angriff. Dutzende werden noch unter den Trümmern vermisst. Kein anderer Staat in der Welt stellt eine solche terroristische Gefahr dar wie Russland. Kein anderes Land auf der Welt nimmt sich heraus, jeden Tag mit seinen Raketen und seiner Artillerie friedliche Städte und alltägliches menschliches Leben zu vernichten. Angesichts der mutmaßlichen Kriegsverbrechen bekräftigt Außenministerin Baerbock, trotz der Gaskrise bleiben Lockerungen der Russland-Sanktionen ausgeschlossen. Nach einem Bürgerdialog in Bremen twittert sie: Frieden, Freiheit und Sicherheit sind keine Selbstverständlichkeiten. Deutschland dürfe sich nicht doppelt erpressbar machen, zumal nicht sicher sei, dass Putin ohne Sanktionen mehr Gas liefern würde. Ähnliche Töne kommen aus Frankreich. Russland setzt Energie, wie es das mit Essen tut, als Kriegswaffe ein. Franzosen müssten sich darauf einstellen, ohne russisches Gas auszukommen und Energie sparen, mahnt Macron bei den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag. Bei der Abschlusslichtershow und dem großen Feuerwerk erleuchtet der Eiffelturm in den Farben der Ukraine. Und damit wollen wir die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg einordnen lassen. Tatjana Ohm ist weiterhin für uns in der Ukraine in Dnipro. Und unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner schaut von Moskau auf das Geschehen. Guten Morgen, ihr beide. Tatjana, fangen wir bei dir an. Präsident Zelensky fordert ja Russland nun als Terrorstaat einzustufen. Gibt es bereits neue Erkenntnisse oder weitere Berichte über diesen Raketenangriff auf Winnizja in der Mitte der Ukraine gelegen? Im Moment noch nicht. Was hier aber nach wie vor tatsächlich vorherrscht, ist wirkliches Entsetzen, ein großer Schock, der weite Teile hier ergriffen hat, mit wem auch immer wir jetzt gesprochen haben in den letzten Stunden, seitdem das passiert ist, auch gestern am Nachmittag, am Abend. Die Menschen zeigen sich wirklich erschüttert, weil irgendwie so ein bisschen das Gefühl offenbar vorgeherrscht hat, dass Winnizja, wie du eben schon sagtest, im Zentrum des Landes gelegen, ein sicherer Ort ist, dass es da nichts gäbe, was man angreifen könnte. Aber ganz offensichtlich ist das, was da geschehen ist, auch so ein bisschen zu deuten vor dem Hintergrund zum einen, dass es möglicherweise Racheakte sein könnten für das, was den ukrainischen Truppen in den vergangenen Tagen und Wochen gelungen ist gegen die Russen, und zum anderen der Zeitpunkt als solcher, als nämlich parallel dazu in Den Haag eine Konferenz stattgefunden hat, wo es eben darum ging, wie man russische Kriegsverbrechen ahnden könnten, und manch einer glaubt eben da einen Zusammenhang zu sehen.